Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Kaiserechsen, guten Tag. Dieser Beitrag dürfte euch wohlgefallen. Tangiert der Gegenstand dieses Beitrags euren archaischen Wir singen doch nicht. Zufällig, natürlich zufällig. Ein Darwinist würde es auf die Evolutionsleiter schieben, wo ihr ja ganz unten rangiert, ihr uralten Teufel. Und wohl mehr als einmal wird man euch beim Betrachten dieses Beitrags sagen hören, ach, der Mungo, immer wenn er nicht mehr weiter weiß, kommt er mit Argumenten. Gegenstand dieses Beitrags wird zwar auch thematisiert in den Nachrichten, doch die Nachrichten kommen aktuell so geballt und da kann ja keiner was dafür. Es ist ja nicht so, dass man sich da was aufheben oder inszenieren, Schrägstrich, kreieren würde. Das würde ja niemals jemand tun. Alle Nachrichten sind genauso gerade erst geschehen. Das würde niemals jemand ausnutzen, dass er dann der Meister deiner Zukunft wäre, wenn er Nachrichten, die schon viel, viel länger geschehen sind, jetzt als aktuell bringt. Diesen Vorteil würde niemals jemand ausschlachten. Dinge, die schon ein halbes Jahr her sind, als brandaktuell zu verkaufen und dadurch tatsächlich Meister deiner Zukunft zu werden, da er ja ein halbes Jahr Vorlauf hat, ist ganz klar rechtsextremistisches Gedankengut, das gekeult werden muss. Es geschehen also aktuell sehr viele Dinge auf einmal. Die Ereignisse überschlagen sich und dafür kann niemand etwas. Nord Stream, Ukraine, Israel, Russland, das Klima. Währenddessen warnt die WHO vor einer Krankheit X, die noch nicht bestimmt ist, ein Platzhalter für die nächste kommende Pandemie, die es mit absoluter Sicherheit geben wird, denn das steht fest, wie das Amun in der Kirche. Was oder wer diese Disease X sein soll oder könnte, wird nicht prognostiziert. Es könnte alles sein, alles. Aktuell gibt es nichts, das in Frage käme. Was aber, wenn dann einmal diese Disease X ausbricht und man fragt sich, wie kann die so schnell aufgetreten sein, schaut dann in älteren Nachrichten nach und entdeckt, da wurde ja schon drüber berichtet. Eben nur nicht in den aktuellsten, wichtigsten Meldungen. Die Meister deiner Zukunft. Diese Disease X wird sich dann herausstellen. Flog die ganze Zeit unterm Radar der Journalisten wie Vögel und brütete insgeheim ihren schrecklichen Plan. Während Menschen gedankenlos tote Vögel mit dem Mund am Strand aufheben, um sie mit nach Hause zu nehmen. Disease X ist nahe. Ist HENA. Denn E ist 5 und A ist 1. Disease X ist H5N1. Weit unter dem Radar habe ich nach Meldungen gesucht, die darauf schließen ließen, dass dies der Aufhänger sein könnte. Von diesen Meldungen werde ich gleich einige verlesen, doch vorher noch eine kleine Zusammenfassung für den ungeduldigen Mungo. H5N1, pandemisch seit 2021 in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Ausbreitung aktuell bis in die Antarktis, wo es nun die Pinguine befällt und dahin rafft. Immer häufiger werden auch tote Säugetiere gefunden, die an H5N1 gestorben sind. So zum Beispiel vor kurzem erst der erste Eisbär. Übertragung ist bisher nur von Vogel zu Säugetier möglich. Zum Glück. Aber eine Ansteckung von Säuger zu Säuger wäre ohne weiteres durch Mutation des Virus denkbar. Es wäre schrecklich.
Von 2003 bis 2023 heißt es, seien etwa 800 Menschen weltweit daran erkrankt, wovon 400 starben, was eine sehr hohe Letalität ist. 50%. Die Pocken, die Menschenpocken, jene Krankheit, die es ja, warum auch immer, nur beim Menschen gibt, hat eine Letalität von etwa 30%. H5N1 oder auch die Vogelgrippe löst beim Menschen mitunter eine schwere Lungenentzündung aus, die dann bei einem zuvor geschwächtem Immunsystem sehr wahrscheinlich zum Tod führt. Ein geschwächtes Immunsystem. Wo kam das nochmal vor? Wo trat das nochmal auf als Nebeneffekt? Ich möchte hier anmerken, dass ein geschwächtes Immunsystem bei jeder Vergiftung, / Krankheit, von Vorteil für das Gift oder das Pathogen ist. Wurde nicht gerade erst das Immunsystem von so einigen erwiesenermaßen geschwächt und die Belohnungswurst, die beispielsweise auch ein Hund bekommen würde, wenn er einen Trick auf Kommando ausführt, konnte da auch nichts mehr retten. Ich hoffe, diese Wurst war wirklich ausgezeichnet. Denn sie war keineswegs gratis, ihr habt einen hohen Preis dafür bezahlt. Viele geschwächte Immunsysteme zeigen auch das vermehrte Auftreten von Gürtelrosen seit 2021, deren Ausbruch durch ein geschwächtes Immunsystem begünstigt wird, da man den Erreger sowieso sein Leben lang in sich trägt und er ausbricht, wenn er die Gelegenheit dazu hat, was der Fall ist, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Oder in Hamers Unheilkunde übertragen, erinnerte dich diese Bratwurst, die du bekommen hast, an ein Ereignis aus frühester Kindheit. Da hattest du nämlich auch einmal eine Bratwurst bekommen und ein Ausländer schnappte sich vor dir den letzten Senf und du musstest die Wurst ohne Senf essen. Deswegen hast du jetzt die Gürtelrose bekommen. Gipse deinen kompletten Körper ein, um die Gürtelrose zu kalzifizieren. Nimm keine Medikamente oder pflanzlichen Mittel ein und überweise die 2500 Euro auf folgendes Konto. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass das Bullshit war. Sollte eigentlich klar sein, es gibt aber tatsächlich welche, die das auch noch befolgen würden. Nun zu euch, Kaiserechsen. Ich sagte doch zu Beginn, dass euch dieser Beitrag in Wohlgefallen versetzen könnte. Denn nach aktuellen Erkenntnissen können sich Reptilien nicht mit H5N1 anstecken. Nur Vögel und Säuger werden von der aviären Influenza befallen. Aviär von Avis Vogel. Aviäre Influenza, kurz AI, wie Artificial Intelligence, wie Alois Ehlmeier. AI, A ist 1, I 9. Covid-19. Suchst du auf Google nach H5N1, zeichnet sich Folgendes ab. Oben bei den Reitern gibt es zusätzliche, die bei anderen Suchanfragen nicht so aufgeführt sind. Hier gibt es H5N1 Mensch, Impfung, Pandemie, Vogelgrippe, Symptome, Covid. Wieso sollten solche Reiter angelegt worden sein, wenn sie nicht gebraucht werden? Ich lese dir nun Meldungen vor und nenne auch das jeweilige Veröffentlichungsdatum. Quellen habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Im April 2023 titelte der Medizinreport Prototypen-Impfstoffe bereit für eine H5N1-Pandemie. 100-Tage-Mission. Der Zeitrahmen für die Auslieferung des Pandemie-Impfstoffs entspreche in etwa der 100-Tage-Mission der G7, stellte CSL Seqirus in Aussicht. Diese Mission verfolgt das Ziel, durch straffe und verkürzte Studienphasen innerhalb von 100 Tagen
sichere, wirksame und weltweit zugängliche Pandemie-Impfstoffe bereitzustellen. Was sind Pandemie-Impfstoffe? In irgendeiner Weise verpflichtender als normale? Weiter unten im Artikel findet sich Folgendes. H5N1-Impfstoffe, pandemische Impfstoffe mit Musterzulassung. Hört sich irgendwie so an, als seien diese Impfungen dann die Pandemie. Ah, ich bin schon wieder rechtsradikal. Folgende vier werden aufgelistet. Adjupanrix, H5N1, Spaltvirus inaktiviert, adjuvantiert. Das bedeutet, es handelt sich hierbei um H5N1-Viren-Teile, die keineswegs mehr gefährlich sind, und das Ganze wurde mit Adjuvantien wirkverstärkt. Solche Wirkverstärker sind Quecksilberverbindungen und Quecksilber macht aggressiv und dumm. Foclivia ist ein gereinigtes Oberflächenantigen, also quasi die Stellen vom Virus, wo dann die Antikörper dran andocken, auch wieder wirkverstärkt. Am interessantesten ist der dritte Impfstoff, pandemischer Grippeimpfstoff H5N1, lebend attenuiert nasal. Das bedeutet, Viren leben und es handelt sich hierbei um nasal verabreichte, lebende, in ihrer Virulenz abgeschwächte Erreger. Oder um es anders auszudrücken, vergiftetes Nasenspray. Wie aktuell das Ganze ist, zeigt die nächste Meldung vom 28.02.24. Stuttgart, 2 Impfstoffe gegen Vogelgrippe zur Zulassung empfohlen. In dem Artikel heißt es weiter, vor diesem Hintergrund ist es erwähnenswert, dass der Humanarzneimittelausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA am 23. Februar 2024 die Zulassung für 2 Impfstoffe gegen den Vogelgrippe-Virus Subtyp A H5N1 von der Firma Sequirus empfohlen hat, Celdamic und Incellipan. Vielleicht auch interessant, dass Sequirus eigentlich CSL heißt. Und das ist die Abkürzung für Commonwealth Serum Laboratories. Commonwealth. Nicht, dass der als Virus reinkarnierte Prinz Philip Disease Ex ist. Zulassung für nasalen Vogelgrippe-Pandemie-Impfstoff empfohlen. Du hast nicht geglaubt, dass sie schon so weit sind und im Jahr 2024 schon nasale Impfstoffe anbieten werden. Nun, diese Meldung über die Empfehlung der Zulassung für nasalen Vogelgrippe-Pandemie-Impfstoff ist aus der Vergangenheit und diese Empfehlung liegt schon 6 Jahre zurück. Am 5.04.2016 wurde empfohlen. Das bedeutet ja, dass sie auch bei der C-Pandemie einen nasalen Impfstoff hätten entwickeln können. Das ist doch unfair, warum haben die das nicht gemacht? Nochmal 8 Jahre älter, also aus dem Jahr 2008, kommt diese Headline, Hightech-Impfung gegen Vogelgrippe. Und in diesem Artikel steht etwas äußerst Interessantes. Man wollte auch einen Impfstoff entwickeln, der leicht herzustellen ist. Und deswegen haben die Forscher aus New York sich jetzt verlegt auf einen DNA-Impfstoff. Das heißt, geimpft wird mit Erbgut. Ist die Vogelgrippe heilbar? Fragezeichen. Prognose. Die Vogelgrippe verläuft bei Vögeln in der Regel innerhalb weniger Tage tödlich. Aus diesem Grund und wegen der Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung ist die Prognose für infizierte Vögel nicht gut. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ein Erreger in seinem Stammwirt gar nicht so gefährlich ist, denn er will ja auch existieren. Er will den Wirt ja nicht umbringen, sondern sich weiter übertragen, hieß es doch gerade letztens. Er würde immer entweder ansteckender oder tödlicher werden, aber nicht beides. Und wenn Vögel dann innerhalb von 2 Tagen daran sterben,
Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass dieser Erreger dann überhaupt nicht ursprünglich aus dem Vogel entstammt, aber ich bin ja nur der ewige Mungo. Wie tödlich ist H5N1? Wie gefährlich das Virus für Menschen ist, sehen Wissenschaftler aber sehr unterschiedlich. Für Vögel ist H5N1 das ansteckendste Virus aller Zeiten. Die Mortalität erreicht je nach Spezies bis zu 100%. Also sehr ansteckend und sehr tödlich. Eigentlich nichts, was ein Virus aus sich heraus so mutieren würde. Es würde entweder ansteckender werden, aber dann auch weniger tödlich oder tödlicher und nicht mehr so ansteckend. 7. Juni 23, Vogelgrippe, das nahezu perfekte Vogelvirus H5N1. WHO bereitet sich auf Übersprung vor, also die Übertragung von Mensch zu Mensch. Moment, was steht da nochmal? WHO bereitet Übersprung vor. WHO bereitet sich auf Übersprung vor. In dem Artikel wird außerdem eine Mutation genannt, die H5N1 nun gelang, und die hörte man auch bei der Covid-Pandemie, aber da hieß es dann, genau dies sei ein Beleg dafür, dass das menschengemacht sein muss, da das so nicht entwickelt werden könnte in der freien Natur. Unter anderem entwickelte H5N1 die berüchtigte Furinspaltstelle, eine Eigenschaft, die auch SARS-CoV-2 besonders vermehrungsfähig gemacht hat. 6. Februar 23, Influenza. Die Vogelgrippe könnte die nächste Pandemie auslösen. Spanische Grippe ging möglicherweise auf ein Vogelgrippevirus zurück. 20.07. 23. Vogelgrippeausbruch bei Katzen. WHO ruft zur Impfstoffentwicklung auf. Der Vogelgrippeausbruch bei Katzen in Polen ist laut der Weltgesundheitsorganisation eine weitere Warnung, dass das Virus die nächste Pandemie auslösen könnte. Sie mahnt zur Wachsamkeit und fordert zur Impfstoffentwicklung auf. Vor einem Tag, also am 28. Februar 24, heißt es bei FAZ: Vogelgrippe, erste bestätigte Fälle in der Antarktis. H5N1 ist nun auch auf dem Kontinent der Pinguine angekommen. Für die Kolonien bedeutet das nichts Gutes. 27.10.23. Vogelgrippe H5N1 hat die Antarktis erreicht. Hier sind sie wieder zu sehen, die Meister deiner Zukunft. Wieso sonst sollte es diese Meldung schon vor 4 Monaten gegeben haben? Jetzt wird sie wieder brandaktuell angeführt. Eine solche tödliche Variante des Grippevirenstamms H5N1 hat sich im Jahr 2021 in Asien entwickelt und seither fast weltweit ausgebreitet. 3. Januar 24. H5N1 breitet sich weiter aus. Erster bekannter Fall: Eisbär stirbt an Vogelgrippe. Und zwar nicht, wie jetzt der ein oder andere Grüne vermuten würde, weil er einen Pinguin gefressen hat, der H5N1 hatte. Eisbären sind nicht in der Antarktis. 13.09.23, Dänemark, H5N1 in mehreren Seehunden nachgewiesen. 19.07.23, 2 neue Fälle von Aviaria Influenza H5N1 bei Geflügelmitarbeitern. Mir würden geflügelte Mitarbeiter besser gefallen. In Großbritannien haben sich erneut 2 Menschen mit Aviaria Influenza H5N1 infiziert. 21.09.23, noch 12 Mutationen. Das Vogelgrippevirus rückt dem Menschen immer näher. H5N1 geht um die Welt. Übersprünge auf Säugetiere werden immer häufiger. Noch 6 bis 12 Mutationen. Dann könnte das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar sein. 17. März 23, Studie: Vogelgrippe H5N1 tötet tausende Robben.
Weitere Fälle von Aviärer Influenza H5N1 bei Wildvögeln in Berlin heißt es am 29.03.2023. 22. März 2023 Niedersachsen. Vogelgrippevirus H5N1 erstmals bei Füchsen in Deutschland nachgewiesen. 23. März 2023 H5N1. Wenn das Virus in Schweinen zirkuliert, dann ist Alarmstufe rot. 8. Februar 2023 H5N1. Hunderte Seelöwen in Peru an Vogelgrippe verendet. 30. März 2023. Chile meldet ersten Fall der Vogelgrippe H5N1 beim Menschen. 1. März 2023 H5N1 Vogelgrippevirus bei Toter in China entdeckt. H5N1 Mädchen stirbt an Vogelgrippe. Erster Todesfall seit 2014 in Kambodscha. 25. Februar 2023 Mensch infiziert sich mit H5N1-Virus. Im US-amerikanischen Staat Colorado wurde bei einem Mann eine Infektion mit dem H5N1-Virus festgestellt. 2. Mai 2022. 28. März 2014. Die gefährlichsten Erreger der Welt. Platz 2. Influenza H5N1-Virus. Das H5N1-Virus, besser bekannt als Vogelgrippe, weist nach RKI-Informationen eine Letalität von 30-83% auf. 13. August 2013. Albtraum aus dem Labor. Vogelgrippe. Sie wollen es wieder tun. Vor 2 Jahren erzeugten Forscher im Labor gefährliche Grippeviren. Seitdem tobt ein Streit darüber. H5N1 aus dem Labor. Supervirus soll doch nicht tödlich sein. Kehrtwende in der Pandemie-Debatte. Virologe Ron Fouchier hat sich überraschend korrigiert. Sein im Labor erzeugter Vogelgrippe-Erreger sei zwar übertragbar, von Mensch zu Mensch, aber nicht lebensbedrohlich. Nun rätseln Forscher über die plötzlichen neuen Einsichten. 5. März 2012. 3. Mai 2013, Grippeviren. Kleine Veränderungen machen H5N1 hoch ansteckend. Chinesische Forscher haben das Vogelgrippevirus verändert. 7. Dezember 2023, 3. Geflügelpestausbruch im Landkreis Cuxhaven. 3.12.23, Geflügelpest. Erster Fall in Brandenburger Putenbetrieb. Und so weiter und so weiter. Dies wollte ich dir zu deiner Information einmal vorstellen. Einfach schrecklich, oder nicht? Was wäre, wenn es auf einmal gar kein Tier mehr geben könnte, das man noch essen kann? Ah, es gibt ja noch dieses Laborfleisch, stimmt, wir haben Glück. Bill Gates macht es. Und er schaut auch, dass ein Impfstoff gegen H5N1 gefunden wird. Ein wahrer Philanthrop. Dancing with Demons. Ich bin für die Natur und gegen Dämonen. Mach es gut.